Willkommen zurück, Leute, zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir befinden uns in Eldin. Uns wurde alles abgenommen. Und ja, das bedeutet auf der anderen Seite, bis auf die Mogma-Klauen, ne? Die haben wir schon zurückbekommen. Bedeutet, wie kommen wir wohl aus diesem Gefängnis raus? Vermutlich hier. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Wo komme ich raus und wie geht die ganze Geschichte weiter? Das hier ist so ein bisschen Metal Gear Zelda. Man kennt es. Kommt ja dann doch ab und zu mal vor, dass man, so ein bisschen Metal Gear-Sequenzen einbaut, ne? So Stealth, schleich dich durch die Gegend, lass dich nicht von den Gegnern erwischen, du bist unbewaffnet. Wo eine Metal Gear normalerweise auch bewaffnet ist, ne? Da kann man zur Not schnetzeln, wenn es sein muss. Hier können wir es ausnahmsweise mal nicht. Gut, nichtsdestotrotz, das soll uns nicht aufhalten, ne? Als ob uns das aufhält, please. Werden es locker machen. Ein Blick auf die Karte zeigt auch schon, hier sind Schatztruhen, in denen sich unsere Ausrüstung befindet. Und man sieht auch, das Gebiet hat sich ein wenig verändert, würde ich zumindest sagen. Wenn ich mich recht erinnere, war es zumindest so, dass da doch das eine oder andere anders war, als wo wir das erste Mal hier waren oder das zweite Mal oder das dritte Mal. Das wievielte Mal sind wir eigentlich mittlerweile hier? Da zählt man schon irgendwann nicht mehr mit. So. Was haben wir da? Hier ist auf jeden Fall versperrt. Okay. Der ist ebenfalls versperrt. Nehme ich so hin. Ah! Erschreck mich doch nicht so. Hey! Was machst du denn da? Du kannst doch nicht vollkommen unbewaffnet hier herumstolzieren. Ich hab dir doch gesagt, dass sich ja allerlei Gesindel versammelt hat. Hau dich nur um. Naja, sieht schon ein bisschen nach Elend aus, auf jeden Fall. Ich sehe, wovon er redet, das ist mal sicher. Kann es nicht oft genug sagen, du solltest wirklich deine Ausrüstung wiederfinden. Du willst dich jetzt nicht unglücklich machen, oder? Hast du mich verstanden? Ja. Irgendwie mache ich mir Sorgen um dich. Also gut, ich zeig dir was. Öffne mal deine Karte. Habe ich doch schon gesehen, Kumpel. Bist du bereit? Ich tue dir jetzt einen Riesengefallen und verrate dir, was sich in den Truhen befindet. Ach so. Ah, okay. Magischer Krug. Bomben. Okay. Leider war da nichts drin, was mich interessieren würde. Aber es könnten einige deiner Sachen dabei sein. Ich mache mich dann mal wieder auf die Schatzsuche. Bis dann. Okay, viel Erfolg mit deiner Schatzsuche, Mann. Freue mich auf dich wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, dich wiederzusehen. Ah, die Mogmas, die sind schon ganz cool, oder? Irgendwie schon. So, hier müssen wir, glaube ich. Ich weiß gar nicht, müssen wir hier lang? Dann soll ich erstmal hier hin? Ich glaube, hier ist falsch. Da kann ich auch nicht hin. Okay, wir müssen an ihm vorbei. Da ist die Frage. Wie? Er kommt angelaufen. Und jetzt achtet genau auf den Sound. Links Herzschlag erhöht sich. Oder man kann ihn hören, sobald in der Nähe Gegner sind. Das ist ein kleines, schönes Detail. Möchte ich nicht unerwähnt lassen. Generell sehr schön hier, oder? Link langweilt sich. Ist langweilig. Ist ja langweilig, Link. Ist das nicht genug Action für dich? Merk schon. Ich glaube, wir können einfach... Ja, genau. Oh, scheiße. Geh weg, Mann. Hier wäre später was für den Staubsauger. Aber ich nehme mal an, einfach hier rein, oder? So wie immer. Ja, es ist nicht ganz so schlimm, wenn man von den Gegnern gesehen wird. Solange sie dich nicht packen, glaube ich. Oder solange man ganz schnell an ihnen vorbeigerennt, geht das alles. Aber diese Information bitte mit Gewehr genießen, ne? Da bin ich mir nicht tausendprozentig sicher. Bin ich hier wohl getroffen? Nö. Okay, gut. Okay, da möchte ich ja doch ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß halt nicht, wie viel Energie wir hier kriegen und... Naja, gut, wir werden, glaube ich, sowieso nicht geschlagen. Ich weiß es nicht. Wir sind dann einfach nur wieder im Gefängnis. Was halt richtig ärgerlich wäre. Wäre halt viel schlimmer, als irgendwie geschlagen zu werden oder so ein Blödsinn. Zehnmal schlimmer. So, wo sind wir? Was sagt die Karte, wo wir sind? Die sagt, wir sind Richtung Krug.
oder? Zwei Optionen. Einmal hier hoch oder... Oh, als ob du hier... Was ist denn mit denen los? Was ist denn mit denen los? Ist doch gut. Entspann dich. Okay, hier soll ich vermutlich... Oder doch, hier kann ich lang. Hier kann ich lang. Easy. Es geht. Da ist doch so ein Untergrundteil. Ja, und dann wird es da den Krug geben. Und durch den Krug kann ich dann ja wieder die gewissen Sachen hier einfach wegpusten. Mega gut. Mega einfach. Easy, Leute. Easy. Ist gar kein Problem. Ich hatte mich ja lange davor gedrückt vor dieser Stelle. Muss ich so zugeben. Weil, es ist eine schöne Idee und ist eigentlich auch so ziemlich mit in jedem Zelda. So ein bisschen Stealth-Action, ne? Ist einfach so. Ist mittlerweile, gehört es einfach zu jedem 3D-Zelda ein bisschen dazu. Aber, ja. Ich kann trotzdem nicht behaupten, dass ich mich da jetzt drum reiße. Ne? Das nicht. Ist einfach so, dass ich da nicht so heiß drauf bin. Oder kann ich sogar hoch? Ist ja interessant. Okay, hier könnten wir, wenn wir den Greifhaken hätten, mitarbeiten. Wahrscheinlich kriegen wir den auch als nächstes, oder? Das könnte halt gut sein. Okay. Oh, da link! Boah. Hätte man mal gestern das Lammertschuh nicht gegessen, ne? Wäre mal jetzt ein bisschen leichter und könnte... Naja. Reden wir nicht drüber. Okay, dann da rein. Komme ich da vorne raus und liegt da dann hoffentlich den Greifhaken. Okay, an den beiden vorbeischleichen. Da renne ich jetzt lieber nicht schnell irgendwie an dem vorbei, sondern es gibt ja theoretisch Möglichkeiten. Ich denke mal, der geht sogar... Der müsste sogar weiter weggehen, oder? Gehst du weiter weg? Ja. Ein Traum. Ein Traum. Okay, der... sieht mich halt auch nicht. Sehr schön. Ach, da. Moment. Ich wollte gerade sagen, ich muss doch hier irgendwo konnte ich doch rein. Wo war das denn bitte? Oh, ich glaube, hier ist so ein Vieh, oder? Man hört es schon. Ja, hier bewegt sich auf jeden Fall noch was anderes drin. Ah. Aber er hat mich nicht erwischt. Das Schöne ist, man muss aktuell nicht gegen sie kämpfen. Das würde halt extrem viel Zeit fressen. Die Viecher zu besiegen. Das kann ja sehr anstrengend werden, wie wir wissen. Deswegen lasse ich das aus. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich die einfach überspringe, aber... Ich meine, wozu? Du hast den Greifhaken wieder. Endlich kannst du dich wieder an weit entfernte Orte hangeln. Sehr gut. Okay. Zwei Items haben wir schon mal. Hangeln wir uns mal, denn... Offenkundig... Ich glaube, das ist schon relativ straightforward, das Ding hier. Dass wir nicht irgendwie selber gucken müssen, wo gehe ich jetzt hin, sondern... Ja, der gibt dir das schon klar. Der zeigt dir das schon ganz deutlich. So, ich glaube, wir müssen sogar jetzt auch hier unten lang. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich erinnere mich halt auch noch ein bisschen dran. Bis zu einem gewissen Punkt weiß ich hier, glaube ich, Bescheid. Danach wird's halt nicht blind, aber ist ein bisschen her. Und sobald es dann schwieriger wird, das merkt man schon. Oder war hier doch nichts? Moment mal. Das ist hier eine Sackgasse. Und da oben scheint nichts zu sein. Ja gut, dann nicht. Dann nicht, ich lag falsch. Es tut mir leid. Seht ihr? Ne? So wie zum Thema. Der kennt den Anfang noch. Scheinbar nicht. Wir können halt auch mit den... Oder wir können da so einfach hoch. Das ist besser. Wir können auch mit diesen Plattformen weiterfahren. In der nackten Theorie ist das halt möglich. Okay, da geht's auch nicht weiter. Also geht's nur noch hier weiter. Hm. Haben wir hier irgendwas? Ich meine, hier war ja... Jetzt zumindest zu so einer Höhle. Hm. Entschuldigung. Entschuldigt bitte. Wobei, aber da zur Peitsche, oder nicht? Geh doch jetzt. Ich hau doch voll weit ab. Ich muss doch eigentlich zu der Peitsche. Scheiße. Würde ich jetzt zumindest behaupten. Muss ich nicht zu der Peitsche erst? Weil ich gehe halt. Was ich da gerade vorhabe, ist mega weit abhauen. Kann doch nicht richtig sein.
Ja, aber da rein bringt halt nichts. Da rein bringt halt nichts. Und hierüber komme ich nicht weiter. Ist einfach Fakt. Okay, es geht nicht. Ja, gut. Peitsche hin oder her. Ohne Bomben keine Peitsche. Sag ich jetzt mal. So. Kann man hier noch weiter? Nein. Auch eine Sackgasse. So viele Sackgassen. Verfluchte Scheiße. Schaffst du ja gar nichts im Part, Mann. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Das ist auf jeden Fall gelogen. Das soll nichts vom Timmy erzählen. Hab ich schon... Ich hab schon zwei Items gefunden, ne? Und der Part ist auch noch nicht rum. Da kriegen wir auch noch... Hier ist auch eine Sackgasse? Okay. Moment. Moment. Wo soll ich denn hin? Wenn alles nur Sackgassen sind. Vielleicht muss ich doch mit dem Ding fahren. Ja, was anderes bleibt mir ja jetzt gar nicht mehr. Okay, ja gut. Dann warten wir auf den nächsten und fahren dann mal mit. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht erst später dran. Aber offenkundig... Offenkundig muss ich das ja wohl so machen. Wo fahre ich denn hin? Okay, ich fahre Richtung Peitsche irgendwie. Ja gut, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Kann doch sein, da können wir abspringen. Ah, alles klar. Okay, ich bin ein Idiot. Wobei, Idiot kann man gar nicht sagen. Man muss sich halt noch umsehen, ne? Das ist nun mal so. Mhm. Dahinter könnte ich mich verstecken. Da könnte ich mich dran ziehen. Da brauche ich dann die Peitsche schon. Okay. Da wollen wir hin. Okay, schön drumrum. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil die Schatztruhe war halt so, dass man da eigentlich nicht, das eigentlich nicht kriegen konnte, ne? Aber, wenn wir mal ehrlich sind, hier liegen ja Bomben. Und ich würde sagen, die Bomben braucht man, um ihn hier umzuwerfen. Das sollte doch eigentlich funktionieren. Ja, das funktioniert auch. Genau wie geplant, genau wie geplant. Einfach ein Traum. Und du hast die Peitsche wieder. Sieh dich um. Vielleicht gibt es etwas, das du jetzt erreichen kannst. Ja, ja, das hat man mir doch auch schon gezeigt. Entspannen Sie sich. Hier ist sogar eine Abkürzung jetzt, oder? Zum Speichern? Wenn ich das richtig sehe? Nicht wirklich. Nicht wirklich, dann nicht. Ja genau, die Peitsche können wir jetzt dafür benutzen. Das hatte man ja schon gesehen. Ah, da ist dann auch wieder ein Speicherpunkt. Na gut. Ist eigentlich schon eine mega coole Stelle, auf jeden Fall. Gute Abwechslung, gute Abwechslung. Zum tristen Alltag, den man hier sonst hat. Nee, nee, Feuer mal nicht ab. Wegstecken, loslassen. Wundervoll. Speichern. So, das Dringendste, was wir jetzt brauchen würden, wären die Bomben. Bomben kann man halt generell. Mit den Bomben können wir dann auch wieder was anderes kriegen. Wir sind gerade mal hier. Okay, wir werden vorher auf jeden Fall das holen müssen. Gut. Da geht's nicht weiter. Alles klar. Somit bleibt uns nur dieser Weg. Was aber wiederum ganz gut ist, weil, ne, wer will schon 5000 Wege nachkontrollieren? Ich nicht. Da bin ich nämlich gar nicht so der Fan von. Ja. Ist das auch mal runter? Nein. Echt jetzt? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das geht auch mal runter, aber dann nicht. Er muss... Ah, ich kann da doch lang, da sind Bomben. Ah! Na gut. Ich habe nichts gesagt. Oh Leute, ihr haltet mich bestimmt für einen Vollidioten, ne? So nach dem Motto. Ono, wie kannst du das nicht sehen? So gut solltet ihr mich halt mittlerweile kennen. Bis ihr wisst, dass ich solche Sachen gerne mal übersehe. Kann mir einfach mal passieren. Okay. Und noch ein. Na dann.
Aber dann kommen wir auf jeden Fall nach oben im Vulkan. Was auf jeden Fall gut ist. Laufe ich jetzt gerade schnell? Bin wieder unschlüssig. Boah, knapp. Knapp, knapp, knapp. Ah, ab nach oben. Vorne war ein Schalter. Er kommt da nicht durch. Ist das heiß. Aber die Schätze dieser Welt liegen vor mir. Tja. Hier, will ich denn, will ich denn hier hin? Will ich denn hier hin? Ja, vielleicht. Aber da das schon sequenzmäßig so angekündigt wurde, gehe ich mal hier lang. Erstmal. Bringt mir aber ohne Bomben scheinbar nichts. Kann mich auch nirgendwo dranhangeln oder so ein Shit, ne? Nee. Okay, ohne Bomben keine Chance. Hast du dazu was zu sagen? Die ganzen Ungeheuer sind plötzlich von hier verschwunden. Was muss da passiert sein? Nur was. Vor allen Dingen kann ich jetzt eh nichts dran ändern. Karte. Ist, glaube ich, nichts, ne? Oh Gott. Okay, einfach rennen. Renn, Link! Der Fledermaus, da willst du nichts am Hut haben. Da unten hin. Die Gegner waren weg, ne? Hat er zumindest, oder die sind zumindest von da hinten abgehauen. Keine Ahnung, ob die jetzt hier noch sind. Wenn ich eigentlich einfach hier mitfahren? Achso, der Rest ist, um wieder hochzukommen. Ich verstehe. Dann sind da unten die Bomben? Sind da die Bomben? Die Schleuder. Die Schleuder? Wofür könnte ich die denn gebrauchen? Kann man damit die Gegner vielleicht kurz dann? Das wäre so das Einzige, was irgendwie Sinn machen würde. Fuck. Moment. Bis dahin hinwerfen kann ich es auf jeden Fall nicht. Ich muss also da drauf. Und dann werfen. Oh, Junge. Okay, geht schneller als gedacht. Gott sei Dank. Ich dachte halt, das wird doch ein bisschen knapp und ich rutsche da runter oder so ein Bullshit. Die Angst spielt ja immer mit. Jetzt hast du die Schleuder. Jetzt kannst du endlich die auf die Gegner, Gegner auf Patrouille betäuben. Gott. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Nichtsdestotrotz. Oh, erstmal dich. Geht nur leider nicht so weit. Okay. Nice. Jetzt kommen die Füllwörter. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Versuche mich da zurückzunehmen. So. Wenn wir auf die Karte blicken, sehen wir, dass wir auf jeden Fall hier lang gehen sollen. Richtung Bomben. Und da wir jetzt betäuben können, kann man wahrscheinlich auch da lang. Vielleicht ging das vorher nicht. Ich weiß es ja nicht, ne? Wir waren ja nicht da. Aber ich nehme es an. Okay, der bewegt sich da einfach nicht weg. Okay. I see. Ich weiß auch nicht. Betäub ich den? Betäub den mal lieber, ne? So. Jetzt sind wir halt drüben. Okay, nicht den falschen Ausgang nehmen. Okay, da kann man gar nicht rein. Kann ich den da auch betäuben kurzfristig? Ja. Hier muss ich mich eingraben, ne? Wundervoll. Es ist halt auch gar nicht mal so schwer. Es ist halt auch wirklich gar nicht mal so schwer, Leute. Kriegt man hin. Ich hatte halt echt Angst vor dieser Stelle hier. Ich habe erst gedacht, guckst du vorher eine Komplettlösung oder sowas?
Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass es echt kompliziert werden kann, aber nö. So gar nicht. Ist halt free. Free wie diese Kiste Bomben. Du hast die Bombentasche wieder. Krach, bumm. Endlich kannst du wieder Sachen in die Luft sprengen. Geil. Gut, Leute, aber durch mit dieser Bombentasche verabschiede ich mich von euch und von diesem Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann und ciao.